Meine Forderung würde sich persönlich erstmal an die Politiker richten. Zum einen, dass mehr Transparenz besteht, weil das ist der erste Schritt, um Lösungen zu finden. Dass wir Repräsentanten haben im bestehenden System, denen man auch wieder vertrauen kann. Mittlerweile haben wir vor allem welche, die im besten Fall fragwürdig, im schlimmsten Fall inkompetent sind. Dass man da einen neuen Bezug hat, das wäre so meine erste Forderung. Und zum Zweiten, dass die sich dann auch wirklich darum kümmern, ihre Aufgabe wahrzukommen und Regeln für die Gesellschaft durchzudrücken, in dem Fall halt dann für die Banken. Und nicht, wie ich mittlerweile erfahren habe, wirklich Sprachrohr der Banken geworden zu sein. Meine Forderung ist erstmal ganz banal und eigentlich ganz einfach. Und zwar fordere ich mehr Räume in dieser Gesellschaft, wo man zusammenkommen kann, wieder miteinander sprechen kann, fernab von homogenen Gruppen und Zwängen, wo man zusammenkommen kann mit unterschiedlichster Vorgeschichte, ohne diesen permanenten Zwang der Leistung und ich muss jetzt das und das darstellen, ich möchte wieder als Mensch mit anderen Menschen zusammenkommen, auch nicht diese einseitige Beschallung über den Fernseher oder durchs Internet, sondern eben von Gesicht zu Gesicht. Das fordere ich und diesen Raum, den finde ich hier nicht in einer solchen Gesellschaft. Das ist schwierig in einem Satz zusammenzufassen, deswegen ist das, glaube ich, auch bei der Bewegung so, dass es keine konkrete Forderungen gibt, die sich alle aufs Transparent schreiben können. Ich würde sagen, die Forderung nach einer neuen Welt. Also die Forderung, dass es anders wird, dass es nicht mehr so läuft wie bisher, dass alle draufzahlen und ein paar davon profitieren, dass wir den Planeten verbrauchen, bevor wir ihn ersetzen können und. Die ganzen Sachen, die jeder eigentlich weiß. Jeder weiß eigentlich, dass der Kaiser nackt ist. Jeder Dollar ist schon dreimal ausgegeben. Und das muss ein Ende haben. Und Attac hat es mal gesagt, eine andere Welt ist möglich. Und vielleicht ist das Motto, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür. Ich bin hier, weil hier die Möglichkeit besteht, eine große Gruppe der Bevölkerung aufzuwecken. Ich studiere hier an der Uni und ich finde es wahnsinnig, wie unfrei dieses Bildungssystem ist. Ich kann nicht das lernen, was ich für wichtig empfinde. Ich muss das lernen, wo ich meine Leistungsscheine bekomme. Ich fühle mich, als wär ich total infiltriert von bestimmten Werten, die im Endeffekt kapitalistische Werte sind, die ich für mich selber nicht fühle und auch nicht fühlen will. Ich will nicht mich an diesem Leistungs- und Konkurrenzprinzip beteiligen, sondern ich will das lernen, was ich für wichtig empfinde und auch den Raum dafür bekommen. Und den habe ich nicht. Und das ist meine ganz persönliche Betroffenheit und es hängt ja nicht nur im entferntesten, sondern auch im nächsten Sinne mit dem Finanzsystem zusammen. Das ist ein Punkt, warum ich hier bin und es gibt viele, viele mehr. Weil ich das Gefühl habe, dass das eine riesengroße Bewegung ist, die sich von vorherigen Bewegungen unterscheidet. Also ich habe vorher schon in Parteien oder auch in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Demonstrationen, Mahnwachen, solche Sachen, also teilgenommen, zum Teil auch bei der Organisation mit unterstützt. Und da haben wir oft ein Jahr vorher angefangen und mit gestellten Bussen und vielem Equipment was Ähnliches erreicht, was jetzt hier nahezu im Vorübergehen passiert. Und das liegt nicht daran, dass es irgendwie einen Trick gäbe, sondern tatsächlich daran, dass die Bereitschaft bei den Menschen, das Bewusstsein bei den Menschen ein anderes geworden ist. Halt eben nicht nur hier im Camp, sondern auch in den Wohnzimmern. Und das bewegt mich halt eben weiterzumachen. Denn, also letzter Satz dazu, ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass wir es schaffen, überhaupt auf die Wiese zu kommen, unter dieses Zeichen, unter das Denkmal, auch nur ein Zelt zu setzen. Und nachdem das gelungen war, war für mich klar, dass ich die erste Nacht da verbringen muss. Und dann wurden das innerhalb kürzester Zeit so viele Leute mehr und es musste was organisiert werden, von Küche bis Toilette und alle möglichen Sachen, dass ich einfach geblieben bin.